Hallo, ihr lieben Leseratten, und herzlich willkommen zu dieser kleinen Buchvorstellung. Ich sitze heute ein bisschen höher, weil ich eigentlich diesen Anhänger hier zeigen wollte, den mir meine liebe Cousine Sandra geschenkt hat. Sandra aus Leipzig. Ich habe nämlich zwei Cousinen, die Sandra heißen. Und ja, deswegen sitze ich heute ein bisschen höher, damit man den eventuell ab und zu mal sieht, wenn ich mich nicht so viel bewege. So, diesmal geht es um Jagd im Internet von Andreas Schlüter. War scheinbar ein Mängelexemplar, das ich dann für 2,79 € gekauft habe. Kostete vorher 9 €. Wenn ich das richtig sehe, einmalige Jubiläumsausgabe. Und was ich auch nicht wusste, war, dass es sich dabei um den Teil einer Reihe handelt. Ist hier hinten mit aufgemalt. Das ist scheinbar die Kid City Level 4 Reihe oder irgendwas in der Art. Also eins von denen, entweder Kid City Reihe oder Level 4 Reihe, ich weiß es nicht. Ist das wohl scheinbar. Hier sind alle Bücher davon aufgemalt. Oder abgedruckt. Insgesamt 10 Stück sind es. Und das, was ich habe, ist das vierte. Das bezieht sich, ich weiß es nicht, es könnte auch sein, dass es Level 4. Dann ist es wahrscheinlich die Kids die Reihe und ich habe Level 4, den vierten Band. Ich bin mir nicht sicher. Gut, auf jeden Fall wusste ich das vorher nicht. Aber meistens bei solchen Sachen ist es dann so, dass es sich um eine abgeschlossene Geschichte handelt. So ist es auch in dem Buch. Deswegen stelle ich es vor. Weil ansonsten hätte ich es gar nicht erst vorgestellt, wenn man überhaupt nichts verstehen würde davon, weil es Teil einer Reihe ist. Was ich sehr schön finde, ist die Aufmachung, muss ich sagen. Also hier vorne gibt es dann noch das komplette Bild davon. Und das ist das Bild, was dann alle Cover zusammen ergeben, wenn man die dann nebeneinander hält. Also ich habe jetzt diesen Ausschnitt hier von dem Bildschirm. Und ja, ist irgendwie cool. Ist eine coole Idee. Finde ich sehr schön. Passt auch dann thematisch natürlich zum Buch dazu. So, also in Jagd im Internet geht es um Ben und seine drei Freunde. Bens Freundin Jennifer, seine feste Freundin, ich gehe zumindest davon aus. Es wird so erwähnt, aber naja, also es scheint mir jetzt nicht so die mega innige Beziehung zu sein. Ich weiß auch nicht, wie alt diese Kids hier drin sind, bin ich ganz ehrlich, weil das stand, soweit ich mich erinnere, nicht da. Wahrscheinlich stand es dann im ersten Band. Also ich weiß nicht, wie alt sie sind, also Teenager-Alter, ne? 14 vielleicht, 15, ich bin mir nicht sicher. Aber es ist jetzt nicht so, also es kam mir jetzt nicht so wie eine innige Beziehung vor. Ben und sein bester Freund Frank verbringen die Ferien auf der langweiligen Insel Langeness. Da wohnt der Opa von Ben. Und Frank kommt dahin mit, weil die Firma von Franks Vater, das ist irgendeine Computerfirma, und da wird virtueller Unterricht geprobt. Frank selbst möchte da aber nicht mitmachen, weil Frank kennt sich nicht mit Computern aus, aber Ben ist ein ziemlicher Computerfreak und deswegen soll er dann 2 Wochen lang bei dem virtuellen Unterricht mitmachen. Zur gleichen Zeit fliegen aber seine Freundin Jennifer und ihre beste Freundin Miriam, scheinbar sind das so ein Vierergespann, die gehören irgendwie alle zusammen, aber nur Ben und Jennifer sind in einer Beziehung irgendwie, die fliegen zusammen nach Mallorca. Miriams Eltern schlafen im Hotel und die beiden Mädchen dürfen auf dem Campingplatz zelten. Es ist so ihr erster Urlaub, gewissermaßen ohne Eltern. Also auf jeden Fall sind Jennifers Eltern nicht dabei, aber Miriams Eltern sind ja da. Die sind aber nicht wirklich anwesend in dem Buch. Also ich glaube, es gibt noch nicht mal ein Gespräch zwischen allen. Es wird nur erwähnt, dass sie angeblich zum Frühstück und zum Abendessen ins Hotel kommen müssen. Aber irgendwie, wir sind da nicht dabei. Also es wird nur einmal erwähnt und danach nie wieder. Also ich weiß nicht, vielleicht waren sie dann auch gar nicht mehr zu den Treffen anwesend, keine Ahnung. Ben ist eigentlich am Anfang ziemlich angepisst, weil er nach Langeness soll zu seinem Großvater, weil es ist so eine Insel, die Insel, die hat irgendwie 150 Einwohner und das war's. Und dort gibt's nichts. Es ist einfach nur eine Insel im Meer. Aber es gibt Internet dort. Warum auch immer, kann ich nicht so richtig nachvollziehen. Das Buch ist aus 2004. Ob es da auf so einer einsamen Insel überhaupt schon Internet gab, wage ich zu bezweifeln. Und dann auch noch so stark, dass er auch gewissermaßen surfen kann. Auf jeden Fall nutzt Frank die Zeit auf Langeness dann dazu, eher Sport zu machen. Und Ben, der Computerfreak,
begibt sich einen Tag, bevor dieser virtuelle Unterricht stattfinden soll, dann schon mal auf die Internetseite, über die das laufen soll. Ich muss mal wieder meinen Anhänger ins Bild halten. Und sieht dort eine Anzeige, dass man 20 Millionen Euro gewinnen kann. Und deswegen möchte er da unbedingt mitmachen. Es handelt sich dabei scheinbar um ein Rätsel. Der Till Eulenspiegel spielt immer wieder eine Rolle. Der taucht da auf verschiedenen Seiten auf. Es sind da mehrere Rätsel, die es zu lösen gibt. Und das macht er dann auch zusammen mit Frank und seiner virtuellen Unterrichtsklasse, die sich dann eigentlich überhaupt nicht mehr um den virtuellen Unterricht kümmern, sondern nur noch um dieses Rätsel, was sie dann lösen wollen, um 20 Millionen Euro zu gewinnen. Die Mädchen auf Mallorca werden auch mit eingespannt. Dort gibt es Internetcafé. Und über E-Mails wird sich da ausgetauscht, was es mit diesen Rätseln so auf sich hat und bla bla. Es gibt dann auch irgendwann die Spur, dass man durch das Rätsel an Koordinaten kommen soll. Diese Koordinaten führen an einen Ort in Mallorca, wo die Mädchen sind. Und dann spitzt sich die ganze Sache zu und es wird mega spannend. So, das ist so das, worum es in dem Buch geht. Das Problem bei dieser Art von Büchern ist, dass es Jugendbücher sind, die aber, glaube ich, ein Jugendlicher von heute nicht mehr nachvollziehen kann. Es geht hier halt um das Internet von 2004. Und ich erinnere mich da noch sehr gut dran, weil ich war da 14. Also das ist so meine Jugendzeit, die hier drin beschrieben wird. Mit Router einwählen und AOL-Startseite. Okay, das steht jetzt hier nicht drin. Aber das ist meine Jugendzeit. AOL-Startseite. Ja? Und wenn man das hier liest, wie Ben eine Internetseite im Textmodus startet, weil er Angst hat, dass sie sich aufhängen könnte, wenn er die Grafiken lädt. Das ist meine Jugendzeit. So. Und das kann aber heutzutage niemand mehr nachvollziehen. Würde ich zumindest denken, weil das Internet ist heutzutage doch sehr stabil. Vor allem auch auf Seiten, wo Bilder vorkommen. Also da gibt es hier so Webcams, die alle 3 Minuten ein Bild aufnehmen. Das kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Ich meine, guckt euch, ihr habt eine HD-Webcam hier. Ich unterhalte mich mit euch. In Echtzeit gewissermaßen, also in dem Moment, wo ich das aufnehme. Und wenn ihr euch jetzt vorstellen würdet, dass diese Kamera hier alle 3 Minuten ein Foto von mir macht. Das ist irgendwie schön, oder? Ach, das war früher einfach so, ne? Ach, jetzt fange ich an, wie so eine alte Frau zu reden. Das war früher einfach so. Und das ist irgendwie niedlich. Es ist eine richtig niedliche Erinnerung an damals. Aber das kauft heutzutage niemand mehr. Und wenn das ein Jugendlicher von heutzutage anfangen würde, dieses Buch, dann würde es wahrscheinlich wieder weglegen, weil er sich denkt, oh Gott, das ist ja Steinzeit. Abgesehen davon ist es natürlich auch nicht sehr realistisch heutzutage, dass man auf sowas reinfällt, von wegen 20 Millionen Euro zu gewinnen, wie er durch dieses Rätsel ja 2, 3 Rätsel macht und dann gewinnt man 20 Millionen Euro. Also nicht sehr, also heutzutage ist man da noch ein bisschen aufgeklärter. Also das ganze Buch ist sehr naiv. Aber dann gut. Wir waren halt damals, glaube ich, so. Ich weiß nicht, ob ich damals auf sowas reingefallen bin oder reingefallen wäre. Ich glaube nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen. Also ich erinnere mich an keine Begebenheit, wo irgend sowas in der Art passiert wäre. So, wie gesagt, das Buch kam 2004 raus. Damals war es hochaktuell. Heutzutage nicht mehr. Also ich kann mir vorstellen, dass es damals eine echt gute Buchreihe war. Ne, das war damals cool. Da geht es dann noch um Hacker und es geht um Mallorca, es geht um Internetcafé, es geht um Chatrooms. Es ist eine Weltneuheit. Man kann sich mit Menschen aus New York und aus Marokko und aus Australien unterhalten. Und das in Echtzeit. Das war hier noch neu. Es ist so süß gewesen einfach. Es war mir scheißegal, wie das Buch ist, weil das einfach so eine mega Kindheitserinnerung ist oder Jugenderinnerung von mir. Es war ein schönes Buch. Also die Story ist eigentlich scheißegal, aber dieses Interneterlebnis in diesem Buch ist grandios. Ach, es ist einfach so schön. Gut, was wollte ich sagen? Ich weiß nicht mehr. Also es kam raus im Verlag Arena. Und halt insgesamt
183 Seiten in relativ großer Schrift. Und ist, wie gesagt, Teil einer zehnteiligen Buchreihe. So, da gibt es dann hier noch Level 4. Ach nee, Level 4, die Stadt der Kinder. Dann ist es doch nicht Level 4, weil es der vierte Band ist, sondern das heißt einfach, ich weiß nicht, Kid City. Ich weiß es nicht, egal. Was soll's. Es ist relativ schön unterlegt worden. Ich finde es ein bisschen schade, dass die Fotos nicht mit abgedruckt wurden, die diese Webcam gemacht hat. Ich wollte euch mal eins von diesen Dingern, also sowas hier zum Beispiel ist da auch mit drin, hier so, das ist so eine Lotangabe, die hier dann mal angezeigt wurde, und hier war auch irgendwo das Kreuzworträtsel, was so das erste, so das erste Rätsel gewesen ist hier unter. Diese dunklen Stellen, das sind kleine Till-Eulenspiegels. Und hier sind dann auch die, kann man sich durchlesen, muss man aber nicht, ist senkrecht, waagerecht, was da rein soll. Habe ich mir jetzt nicht durchgelesen, muss ich ganz ehrlich. Und hier ist dann auch das ausgefüllte Rätsel und so. Ja, ist eigentlich prinzipiell ganz hübsch gemacht. Was ich schade finde, ist, dass eben diese Fotos nicht mit reingesetzt wurden. Hätte man machen können. Hätte ich wahrscheinlich dann noch schöner gefunden, also ein paar verpixelte Fotos. Oder diese Internetseite im Textmodus hätte ich mir auch gerne mal angeguckt. Und dann halt in dem Grafikmodus. Er hatte dann die Seite übrigens auch im richtigen Modus gestartet. Und natürlich hat sich dann der Browser aufgehängt. Ne? Das war damals halt so. Aber es war schön. Es war echt ein schönes Buch, muss ich sagen. Also, es war schön. Es sind völlig merkwürdige Charaktere. Also, Ben und Jennifer zusammen in einer Beziehung konnte ich jetzt nicht so richtig nachvollziehen, weil da gab es nichts. Also, sie hat ihn nicht vermisst, er hat sie nicht wirklich vermisst. Na gut, die hatten Kontakt über E-Mails. Aber gut, ein bisschen Eifersucht war doch da. Da gab es diesen hübschen Kellner auf Mallorca, der sich an Jennifer rangemacht hat. Und Ben hat das natürlich mitbekommen, weil dieser Kellner fast jedem Foto mit dabei war. Und das ist aber auch so das Einzige, woran man merkt, dass die beiden irgendwie was miteinander haben. Ich weiß ja nicht, wahrscheinlich hat sich das in den anderen drei Büchern vorher irgendwie ergeben. Oder sie waren von Anfang an zusammen. Ich weiß es nicht. Um die Charaktere richtig einschätzen zu können, denke ich, muss man alle Bücher gelesen haben. Also sie waren mir jetzt nicht besonders nah, muss ich sagen. Also nicht wirklich. Und auch alle anderen Personen in dem Buch waren mir jetzt nicht unbedingt so sympathisch. Aber ich muss sagen, mir ging es gar nicht um die Charaktere. Mir ging es einfach nur um dieses Interneterlebnis von 2004. So, in dem Sinne würde ich sagen, was ist jetzt von meiner Seite? Und wenn ihr in meinem Alter seid, guckt euch das Buch an. Ihr werdet euch... Es ist so nostalgisch einfach. Ich bin jetzt in dem Alter, wo ich das so empfinden kann. So, jetzt zeige ich euch nochmal meinen schönen Anhänger. Und da würde ich sagen, war es das jetzt erstmal von meiner Seite. Und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche bei der nächsten Buchvorstellung. Bis dann.